Fernseher, Laptops, Tablets und Kameras hatten wir bereits. Fehlt eigentlich nur noch alles für den Haushalt. Hier versuchen die Hersteller mit immer innovativeren Möglichkeiten die Gunst der Kunden zu gewinnen. So zeigte Siemens zum Beispiel ein Vollflächeninduktionskochfeld, das selbst Männer staunen ließ. Das 80x50 cm große Kochfeld erkennt automatisch, wo ein Topf hingestellt wird und aktiviert die entsprechenden Induktionsspulen. Der Clou an der Sache ist, dass das Kochfeld automatisch mitgeht, wenn der Topf verschoben wird. Auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchbedienung können alle Einstellungen vorgenommen werden. Wenn man dieses Kochfeld haben möchte, sollte man die Geldbörse ganz weit aufmachen. Denn das gute Stück kostet knapp 4.000 Euro. Überhaupt hat sich Siemens ganz dem Thema Connectivity gewidmet. So wissen Kühlschränke zukünftig, welche Lebensmittel noch darin sind und funken die Infos an den Herd, der dann mit einem Projektor entsprechende Rezepte anzeigt. Die Hersteller von Kühlgeräten haben sich in diesem Jahr ganz auf das Energiesparen konzentriert. So wurde bei den großen Kombigeräten stolz damit geworben, die Energieeffizienzklasse A++++ erreicht zu haben. Aber nicht nur das. Die Geräte werden immer moderner und stylischer. Es dauert wohl nicht mehr lange und man kann sich so einen Schrank ins Wohnzimmer stellen, ohne dass es auffällt. Das Thema Energiesparen hat sich auch Panasonic auf die Stirn geschrieben. Sie haben zum Beispiel eine Waschmaschine entwickelt, die mit einem 3D-Sensor die Menge der Wäsche erkennt und die Geschwindigkeit so optimiert, dass ein perfektes Waschergebnis rauskommt. Oder einen Wäschetrockner, der nur noch 45 Grad zum Trocknen braucht und damit viel Energie spart. Von Philips gibt es wenig Neues. Allerdings hat uns ein Bügeleisen beeindruckt, welches mit einem Bewegungssensor erkennt, wann gebügelt wird und nur dann den Dampf ausströmen lässt. Ansonsten fiel uns noch die neue Senseo-Reihe auf, die nun stylischer aussieht. Weg von der Küche, rein ins Kinderzimmer. Denn von Medisana wurde eine Nachtsicht-Babyphone-Kamera vorgestellt, deren Bild und Ton auf ein iPad oder iPhone übertragen wird. Über eine App kann man sie auch noch selbst steuern. Der Preis liegt bei rund 120 Euro. Von Hamer kommt übrigens eine sehr umweltfreundliche Idee. Sie haben eine Kork-Handytasche vorgestellt, die zu 100% recycelbar ist. Liquid Wood nennt sich der Stoff, aus dem die Taschen sind. Gleichzeitig präsentierte Hamer auch Taschen, die einfach nur aus Stroh hergestellt wurden. Keine Chemie, alles kompostierbar. Wegschmeißen will man diese Tastatur aber bestimmt nicht. Sie wurde aus Bambus gefertigt und passt optisch einwandfrei zu dieser Holzmaus. In Sachen Tastaturen gab es einige Neuheiten. Wie zum Beispiel diese Tastatur von Hamer zum Auflegen auf ein iPad oder diese Logitech Bluetooth-Tastatur, die man gleichzeitig als Schutzhülle verwenden kann. Etwas edler geht es mit diesem guten Stück, welches die magnetischen Fähigkeiten zunutze macht. Oder wie wäre es mit dieser wasserdichten Tastatur von Logitech, die man quasi mit in die Wanne nehmen kann? Wasserdicht ist auch diese iPad-Hülle von Hamer oder die Schutzhüllen der Schweizer Firma Luxac, die man bis zu 300 Mal verwenden kann. Ja, die IFA war schon beeindruckend. Und wir haben es nicht mal geschafft, auf den Funkturm zu fahren. Nun ja, vielleicht nächstes Jahr.